Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Jonas und ich segel seit 3 Jahren auf unserer Welt umher, aber hier geht es um mehr als Segeln. Ich möchte euch inspirieren, alternative Lebensstile zu erkunden und mutige neue Wege zu gehen. Gemeinsam mit Mitseglern entdecke ich faszinierende Orte und zeige, dass es möglich ist, in seinem Leben seine eigenen Ideen zu realisieren. Ich lade euch ein, Teil dieser einzigartigen Reise zu sein und deswegen lasst uns schauen, was dieses Mal für Abenteuer auf uns warten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Die Reise geht weiter und ich freue mich, euch eine weitere Woche mit Mitseglern und Mitseglerinnen an Bord präsentieren zu dürfen. Wir wandern zu Wasserfällen, verabschieden Jesse und schwingen uns von Deck in den Ozean. Viel Spaß beim Zuschauen. Gleich am Morgen ausgeschlafen. Eigentlich ausgeschlafen. Ich gehe noch einmal richtig ausbeuten. Content machen. Nochmal richtig ausbeuten. Ja, stimmt doch. Du bist mein Content. Da wird ja ein Bett frei. Das habt ihr jetzt alles rausgestellt. Ja, was brauchst du denn? Ach, Wurst und Käse wahrscheinlich. Alter, was ist denn hier Frühstück? Das nennt ihr Frühstück oder was? Da heute Flaute ist, aber echt richtig schönes Wetter, sind wir jetzt auf dem Weg an so einem Fluss hoch zu so Wasserfällen. Hier war auch gerade schon der ein oder andere richtige, wie so ein Pool, kann man bestimmt dann nochmal geil baden und schauen wir mal, was es hier noch so zu entdecken gibt. Bis jetzt ist es auf jeden Fall mega, mega schön. Der Weg zu den Wasserfällen war wie in Folge 19 wieder wunderschön. Da es dieses Mal auch wärmer ist, konnten wir die Abkühlung der Wasserfälle nutzen, in freier Natur zu baden und diese wunderschöne grüne Flusslandschaft Galiciens zu genießen. So, jetzt sind wir auf dem Weg nach unten. Ich wollte eigentlich heute nicht filmen. Ihr habt ja gesehen, nach dem Frühstück sind wir wandern und baden gegangen. Aber jetzt sind wir auf dem Rückweg und wir machen hier gerade die Tour durchs Flussbett. Und das ist richtig, richtig... Ja, was sage ich jetzt hier für ein Wort? Weiß ich nicht, abenteuerlich hier durchzulaufen, weil man einfach überall springen muss. Und das werde ich jetzt noch ein bisschen dokumentieren. Vielleicht, oh, vielleicht kriege ich da noch ein paar schöne Shots drauf. Na warte, dann schön dahin. Mach mal. Heiß, ja. So anstrengend, ne? Ja gut, ich habe auch ein T-Shirt unten langes drunter. Das gleich oben war irgendwie ein bisschen kühl. Ja, war ultra nice zu finden. Übelst das Wasser schön erfrischend. Die Sonne hat nicht so reingeknallt, weil die Bäume ein bisschen drüber waren. Aber war trotzdem noch sehr angenehm warm, ein bisschen gebadet, nice gesnackt. Gerade noch ein bisschen querfeldein runter und jetzt so schnell zum Boot. Ja, aus von so einem Baum, da wo es halt wächst.
Zurück von unserer Wanderung ging es dann weiter zum nächsten Ankerspot, wo wir die Nacht verbringen wollten und uns von Jesse verabschieden mussten. Ich fand euch alle richtig nett Sport. Und ich habe mich auch total wohl gefühlt. Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Dass ich jetzt gehe? Ja, ist schon wild. Aber ich fand die Fahrt war... so glücklich. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Die Fahrt war so mit die... Wo ich am meisten jetzt an Abschied gedacht habe. An den anderen Fahrten war es mir eigentlich so, ach, wir setzen jetzt jemanden am Strand ab und... Hey! Ja. Keine Tränen, Leute. Hey, Tränen ist überhaupt nicht mein Ding. Ich freue mich. Nicht weinen, man sieht sich im so Leben immer zweimal. Ins Gesicht gehalten wird schon wieder. Ja, ich konnte es gerade kurz ausblenden. Echte Emotionen? Nee, so nicht. Wir sind auch hier zu zweit am längsten am Boot von der Gruppe jetzt hier. Alten Hasen, hoppel hoppel. Nimmst du nicht mit rein? Das darfst du nicht. Das kommt safe mit rein. Hast du safe reingenommen. Wir wollen heute Abend Stockbrot machen, deswegen bereiten wir jetzt den Hefeteig vor. Dafür brauchen wir Mehl, Wasser, Öl, Salz, Zucker und Backpulver. Los geht's! Parallel hatten wir uns jetzt überlegt, ich wollte jetzt mal was machen, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar unter Motor, dass sich jemand so schwingt und man dann irgendwie so währenddessen in die andere Richtung fährt und die Person da rausschwingt. Das wird jetzt gleich Maike sein, jetzt bereit erklärt, das mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das werden wir jetzt mal losstarten. Wir sind ein bisschen da, segeln später. Let's go. Ich bin gespannt. Drück die Daumen. Fingers crossed. Let's go. Dahin verdammt. Knoten wir den Fender noch dran und dann let's go. Hast du Bock, Maike? Ja. Bist du ein bisschen verrückt? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es funktioniert. Aber es müsste eigentlich, ne? Ja, schon. Warum nicht? Notfalls kannst du halt einfach loslassen. 3, 2, 1. Vielleicht, du kannst ruhig da bleiben. Wir drehen hier. Kannst ruhig chillen. Chill mal ein bisschen. Atmen. Willst du hinschwimmen oder soll ich drehen? Warte. Schwimmen geht schon. Weil mein Drehwinkel ist tatsächlich irgendwie beschränkt. Aber ich kann es nicht. Oh, geil. Ja, wie würdest du sagen, wie gut das funktioniert hat jetzt am Ende des Tages? Das funktioniert schon gut. Maike, du warst super mutig. Ja, echt so. Du hast dich fürs Team geopfert. Ja, ne? Entweder das geht mit der Hand raus oder irgendwas ist kaputt. Ja, dann ist was kaputt. Ja. So, hängt es jetzt hier oder was? Hier ist locker drin. Und zwar ist dieses Ding hier, dieses Seil, ist da drum gewickelt. Das funktioniert dann nicht. Alter, ey. So viele hilflose Menschen, die mich angucken. Hier so Erdmännchen, alle so. Hi. Hast du dich eigentlich schon vorgestellt? Ja, jetzt. Hau raus. Hi, ich bin Kara, 24 und seit heute mit dabei. Wollt noch was? Nein. Und wie macht das Segeln so? Segeln funktioniert super bisher, aktuell ohne Segel. Aber es sieht professionell aus. Es wird.
Da das Segel leider nicht mitspielen wollte, sind wir das letzte Stück bis zum Strand Motort. In der letzten Folge hatten wir ja gedacht, das Problem mit der Genua in der Mastspitze gelöst zu haben. Anscheinend hat es aber mit der provisorischen Seilkonstruktion anstelle des gerissenen Pfeils nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und so war die Genua nach wie vor nicht entrollbar. Kurze Zeit später sind wir dann trotzdem am Ankerplatz angekommen und haben uns mit der Alve, Silas und Tora getroffen, um gemeinsam am Festland den Abend zu genießen. Wir fahren jetzt zum Strand, da ist ganz schön viel Musik. Mal gucken, ob man da so viel filmen kann oder ob man da nicht Copyright Strikes kriegt. Wir machen die Spanier ordentlich Party, weil Ostern ist. Und wir werden uns jetzt mal zugesellen und auch einfach mitfeiern. Genau, weil es ja Ostern, ne? So, die Crew, die sucht noch nach einem nicen Plätzchen für heute Abend. Da wollen wir dann grillen, ein Feuerchen machen vielleicht. Und ja, genießen den Tag noch, lassen das Ganze ausklingen. Mit gutem Wetter und einem schönen Sonnenuntergang konnten wir den restlichen Abend genießen. Das Lagerfeuer haben wir durch unseren Gasgrill ersetzt, da offenes Feuer an dem Strand wohl doch nicht die richtige Wahl gewesen wäre. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Ich selbst bin sehr zufrieden und denke, dass wir die Stimmung in dieser Woche gut einfangen konnten. Wie immer hat es auch diese Woche wieder sehr viel Spaß gemacht. Liked und abonniert den Kanal, damit wir auch in Zukunft solche Videos zusammen genießen können. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.